Flugzeuge werden im Winter vor jedem Start mit einer Mischung aus Wasser und Glykol enteist, um die Flugsicherheit zu erhöhen. Mancher Autofahrer legt nicht so viel Wert auf eine optimale Sicht. In diesem Fall bieten Fahrzeuge mit aktiver Standheizung zwei wesentliche Vorteile. Erstens Verkehrssicherheit, denn die Scheiben sind schon beim Fahrbeginn rundherum frei. Und zweitens Komfort, da der Innenraum bereits angenehm temperiert ist. BMW bietet für die Serie E32 und E34 eine Standheizung bzw. Standlüftung als Sonderausstattung an. Wie die Standheizung Standlüftung bedient wird, funktioniert und welche Servicearbeiten daran auszuführen sind, das sehen Sie in diesem Programm. Sehen wir uns an, was alles zum System Standheizung, Standlüftung gehört. Um die Standheizung bzw. Lüftung überhaupt aktivieren zu können, benötigen wir den Bordcomputer oder eine Multifunktionsuhr. Sowie die oberhalb des Handschuhfachs verbaute Relaisbox. Weitere Systemkomponenten sind die beiden Sperrventile, die unter dem Ansaugkrümmer verbaut sind. Sowie die integrierte Heizungsregelung IHR bzw. die integrierte Heizungs- und Klimaautomatik IHKA. Die eigentliche Standheizung besteht aus dem Steuergerät, und dem Wasserheizgerät, das in den Kühlwasserkreislauf eingebunden ist. Wie arbeiten nun diese Baugruppen zusammen? Beim Einschalten schließt der Bordcomputer den Stromkreis zur Relaisbox. Durch Schließen des entsprechenden Kontaktes werden die beiden Sperrventile mit Strom beaufschlagt. Sie sperren den Kühlmittelkreislauf durch den Motor, damit dieser nicht mit aufgeheizt wird. Gleichzeitig werden über die jeweiligen Relais die Standheizung und das Steuergerät der Fahrzeugheizung eingeschaltet. Die IHR bzw. IHKA sorgt dafür, dass der Innenraum die vorgewählten Temperaturen erreicht, und zwar links und rechts getrennt. Außerdem übernimmt sie die Klappensteuerung und die Gebläsesteuerung. Wie Sie wissen, wird die Einschaltzeit für die Standheizung bzw. Standlüftung über den Bordcomputer programmiert. Ist ein Bordcomputer der vierten Generation BC4 eingebaut, so können zwei Einschaltzeiten eingegeben werden. Und zwar so: Taste Zeit drücken, Sie sehen den derzeitigen Zustand der Standheizung bzw. Lüftung. Durch nochmaliges Drücken der Taste Zeit kommen Sie in den Programmiermodus für die erste Einschaltzeit. Die Eingabe mit SR abschließen bzw. aktivieren. Nach abermaligem Drücken der Taste Zeit kann die zweite Einschaltzeit programmiert und aktiviert werden. Ab dem Einschaltzeitpunkt läuft die Standheizung oder Standlüftung für ca. 30 Minuten und die entsprechende LED blinkt. Die linke für die erste Zeitangabe, die rechte für die zweite Zeiteingabe.
Selbstverständlich können Sie die Standheizung bzw. Standlüftung auch jederzeit direkt ein- oder ausschalten. Indem Sie ab Zündschlussstellung 1 die Tasten Zeit und SR drücken. Wann wird nun geheizt und wann gelüftet? Das ist abhängig von der Außentemperatur. Meldet dieser Temperaturfühler eine Temperatur kleiner als 16 Grad, so schaltet der Bordcomputer die Heizung ein. Bei mehr als 16 Grad Außentemperatur wird die Lüftung aktiv. Und so sieht das Herz der Standheizung aus, das Wasserheizgerät. Sehen wir uns die wesentlichen Bauteile und deren Funktion an. Der Brennerkopf nimmt folgende Bauteile auf: Vlies, Brennluftgebläse, Glühkerze und den Flammwächter. Über diesen Anschluss gelangt Kraftstoff auf das Vlies, auf dem er sich verteilt. Die zur Verbrennung benötigte Luft wird vom Brennluftgebläse gefördert. Entzündet wird das Kraftstoff-Luftgemisch an der Glühkerze. Zur Überwachung des Brennvorganges ist hier der Flammwächter eingebaut. Er besteht aus einem Fototransistor. Durch die Rippen am Brennrohr gelangen die Abgase zum Austrittsstutzen und weiter über den Abgasschalldämpfer nach außen. Die Umwälzpumpe fördert Kühlflüssigkeit in den Wärmeübertrager. Hier misst ein Temperaturfühler die Kühlmitteltemperatur zur Regelung der Standheizung. Er ist ein PTC, also ein Widerstand, der mit zunehmender Temperatur größer wird. Dadurch ist sichergestellt, dass bei einer Unterbrechung am PTC die Standheizung in die Regelpause geschaltet wird. Um das Heizgerät gegen unzulässig hohe innere Temperaturen zu schützen, ist hier eine Temperatursicherung eingebaut, die bei 140 Grad Celsius schmilzt. Zur Standheizung gehören noch die Kraftstoffdosierpumpe mit Druckminderventil, sie ist in der Kraftstoffrücklaufleitung eingebaut, und das Steuergerät, das unter der Rücksitzbank verbaut ist. Sobald das Steuergerät ein Signal von der Relaisbox erhält, schaltet es das Heizgerät ein. Die Umwälzpumpe pumpt Kühlflüssigkeit in den Wärmeübertrager und gleichzeitig wird die Glühkerze aufgeheizt. Nach ca. 30 Sekunden Vorglühzeit beginnt die Dosierpumpe mit ihrer Arbeit. Sie fördert Kraftstoff aus dem Tank auf das Vlies im Brennraum. Und ca. 5 Sekunden später wird auch das Brennluftgebläse aktiv.
Wird nun das Kraftstoff-Luft-Gemisch an der Glühkerze entzündet, so beginnt das Rohr des Flammenwächters zu glühen und der eingebaute Fototransistor erkennt die Flammbildung. Der Flammenwächter meldet dies dem Steuergerät. Und die Glühkerze wird abgeschaltet. Das Heizgerät arbeitet nun unter Volllast, jedoch nur so lange, bis der Temperaturfühler eine Kühlmitteltemperatur von 78 Grad Celsius meldet. Ab diesem Zeitpunkt schaltet das Steuergerät auf Teillastbetrieb um. Das heißt, Dosierpumpe und Brennluftgebläse arbeiten mit verringerter Leistung. Sinkt im Teillastbetrieb die Temperatur auf ca. 70 Grad, so wird wieder auf Volllast umgeschaltet. Steigt die Temperatur trotz Teillastbetrieb auf über 86 Grad, dann tritt eine Regelpause ein. Dabei wird die Dosierpumpe abgeschaltet, die Flamme geht aus und es beginnt der sogenannte Nachlauf. Während der Nachlaufzeit läuft das Brennluftgebläse in Volllast. Dadurch wird die Brennkammer belüftet und entgast und der Wärmeübertrager kühlt ab. Nach der Nachlaufzeit wird das Brennluftgebläse abgeschaltet. Die Umwälzpumpe läuft weiter. Bei Erreichen von 70 Grad leitet das Steuergerät einen neuen Startvorgang ein. Nach dem Ausschalten des Heizgerätes wird die Dosierpumpe aus und das Brennluftgebläse auf Volllast geschaltet. Meldet der Flammenwächter Verbrennung aus, dann beginnt erneut der Nachlauf. Der Nachlauf kann maximal 140 Sekunden betragen. Danach werden auch das Brennluftgebläse und die Umwälzpumpe abgeschaltet. Sollte der Flammenwächter innerhalb 120 Sekunden nach dem Einschalten keine Flamme registriert haben, schaltet das Heizgerät ab. Es folgt ein Nachlauf. Dann unternimmt die Standheizung eine Startwiederholung. Kommt noch immer kein Brennbetrieb zustande, wird das Heizgerät ausgeschaltet und elektrisch verriegelt. Bei unzulässig hoher Temperatur des Heizgerätes unterbricht die Temperatursicherung die elektrische Ansteuerung der Dosierpumpe. Die Brennstoffförderung ist somit gestoppt und die Flamme erlischt. Der Flammenwächter signalisiert Flamme aus. In diesem Fall wird die Glühkerze für maximal 90 Sekunden zugeschaltet und das Heizgerät geht auf Volllast. Da auch während dieser Zeit keine Verbrennung zustande kommen kann, erfolgt eine Störabschaltung. Dazu ein Servicehinweis: Eine defekte Temperatursicherung kann nicht repariert werden und muss daher komplett ausgetauscht werden.
Die Außentemperatur liegt unter 16 Grad und der Bordcomputer aktiviert die Standheizung. Wie Sie wissen, wird auch die Fahrzeugheizung darüber informiert. Sie steuert nun das Gebläse mit ca. 4,5 Volt an. Zur optimalen Entfrostung der Scheiben und Aufheizung des Innenraums werden die Lüftungsklappen nach einem vorgegebenen Programm verstellt. Die Temperatur wird abhängig von den Sollwertstellern, also links und rechts getrennt geregelt. Ausnahme: Die Position kalt des linken Sollwertstellers wird im Standheizbetrieb aufgehoben und der Innenraum wird bis auf ca. 15 Grad aufgeheizt. Was passiert, wenn der Bordcomputer den Befehl zum Standlüften gibt? Auch in diesem Fall wird das Gebläse mit ca. 4,5 Volt angesteuert. Das Klappenprogramm sieht jedoch anders aus. Nur die Frischluft- und Belüftungsklappen sind geöffnet. Um die Funktion der Standheizung oder Standlüftung unabhängig von der Außentemperatur zu prüfen, haben Sie die Möglichkeit der sogenannten Inversschaltung. Dazu die Taste Zeit, dann Außentemperatur und Zeit gleichzeitig für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Nun wird mit der SR-Taste bei einer Außentemperatur größer als 16 Grad die Standheizung gestartet, bei weniger als 16 Grad die Standlüftung. Findet keine Flammbildung statt, so kann das unter anderem daran liegen, dass sich an der Glühkerze Ablagerungen befinden. Dies lässt auf eine schlechte Verbrennung schließen, die zum Beispiel in einem beschädigten Vlies ihre Ursache haben kann. Zur Prüfung Spannfeder abdrücken. Und Deckel ausheben. Achten Sie darauf, dass keine Vliesreste in den Brennraum fallen. Achtung beim Zusammenbau. Das Vlieskörbchen darf nicht an der Kerze anliegen. Und das Vlies darf nicht mit Gewalt in den Brennerkopf gedrückt werden. Beim Aufsetzen des Deckels Markierung beachten. Nun die Feder montieren und auf festen Sitz prüfen. Zum Ausbau der Temperatursicherung zunächst die Steckverbindung lösen. Achten Sie darauf, dass beim Öffnen des Steckers die einzelnen Steckerstifte nicht auseinanderfallen. Nun können Sie die defekte Temperatursicherung herausschrauben. Dann die neue Temperatursicherung mit dem Dichtring handfest einschrauben, bis sie spürbar am Heizrohr anliegt. Ein Spalt zwischen Rändel und Stutzen muss vorhanden sein. Bevor Sie diese Arbeiten durchführen, sollten Sie jedoch alle elektrischen Steckverbindungen prüfen. Und zwar am Heizgerät, am Steuergerät, an der Relaisbox
sowie an der Dosierpumpe. Sehen Sie nun die Prüfung der Dosierpumpe. Ihre Förderleistung wird durch eine Brennstoffmengenmessung geprüft. Dazu die Brennstoffleitung abziehen und in einen Messzylinder halten. Heizgerät einschalten. Nach 90 Sekunden erfolgt die Störabschaltung mit anschließender Startwiederholung. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis Kraftstoff austritt. Nun den Messbecher entleeren und das Heizgerät wieder einschalten. Das Brennstoffvolumen jetzt über 2x90 Sekunden messen. Gleichzeitig die Spannung am Steuergeräteeingang A4 plus und B2 minus messen. Die Auswertung der ermittelten Daten erfolgt am Diagramm. Nähere Informationen darüber finden Sie in der Reparaturanleitung. Ob das Brennluftgebläse im Teillast- oder Volllastbetrieb arbeitet, das können Sie nur akustisch prüfen. Nun zeigen wir Ihnen noch das Entlüften des Kühlmittelkreislaufes. Diese Arbeit ist notwendig bei Reparaturen am Kühlkreislauf, nach Auslösen der Temperatursicherung oder bei gurgelnden Geräuschen der Wasserpumpe für die Standheizung. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor. Den Kühlkreislauf befüllen. Dann am Heizgerät entlüften. Und am Motor entlüften. Entsprechend dem Kühlmittelaustritt die Entlüftungsschrauben am Heizgerät und am Motor wieder schließen. Und den Ausgleichsbehälter auf Maximalstand auffüllen. Falls das statische Entlüften keinen Erfolg hatte, muss nochmals dynamisch entlüftet werden. Dazu zuerst die Temperatur-Sollwertsteller auf Position warm und das Gebläse auf Stufe 1 drehen. Der Ausgleichsbehälter muss geschlossen sein. Den Motor mit 2.000 bis 3.000 Umdrehungen laufen lassen, bis der Warmluftaustritt spürbar wird.
Entlüftungsschraube am Thermostat einige Male kurz öffnen. Den Motor abstellen und nach ca. 1 bis 2 Minuten das Entlüftungsventil der Standheizung vorsichtig öffnen, bis das Kühlmittel blasenfrei austritt. Jetzt die Temperatur Sollwertsteller auf maximal warm stellen und die Standheizung einschalten. Nach spürbarer Temperatursteigerung die Standheizung ausschalten. Jetzt wird das Standheizgerät nochmals entlüftet. Nachlauf abwarten und das Entlüftungsventil öffnen, bis das Kühlmittel blasenfrei austritt.